Hey, herzlich willkommen zu einem Video zu deinem Comedy-Video. Aber alles anders als sonst. In der Schule passieren manchmal so Sachen, wo man sich so denkt. Haha, lustig. Und ich hab mir gedacht, ich merke mir die Sachen, schreib mir die auf oder so. Und dann fasse ich die einmal zusammen in ein Video. Das heißt, die Sachen sind wirklich so passiert in der Schule. Real Talk, Story-Dings. Lachen ist wichtig, wenn du in dem Video lachen ist wichtig, und wenn ich dich in diesem Video zum Lachen bringen kann, dann ist das gut, dann hat das Video seinen Sinn erfüllt. Kannst natürlich aber ein Like da lassen, wenn du gelacht hast, ne? Die meisten Momente davon waren so auch diese Schuljahr. Das ist halt traurig oder lustig, ich weiß nicht genau. Es war Stunde Physik, ja, Physik. War's, genau so war's. Hey Tag, ich bin hier, hallo. Auf jeden Fall hat er angeschrieben an der Tafel, hat er angeschrieben, so, ne? Das war die Formel, die da stand. Ungefähr so, irgendwie in der Art. Alter, das A ist ja richtig lit. Wow. Das ist das erste auf der Liste, die ich gemacht habe, was sehr lustig war. Aus dem Real Life. 1, 2. Sowas in der Art war auch in Englisch. Kann man wieder umstellen, alter verdammte Scheiße. Wenn ich in unser Englischbuch einmal aufschlage, sieht man, dass die Seiten hier richtig lit sind. Guck mal, wie lit die sind, Alter. Boah, Alter, sind die Seiten hier lit. Was ist denn da los? Da hat sich folgender Dialog zutragen. Bist du jetzt einer von den Grünen? Nee, aber du bist irgendwie grün, oder? In dem Raum, in dem ich Latein habe, in dem Raum sind an die 5 Klasse drin, da sind so Blätter, da haben die was gemacht. Es gibt in der Klasse einen Asiaten, der einen Namen hat, den ich jetzt nicht sage, aber ich sag mal, der Typ heißt Li Wang. Und dann hing da ein ganzes Blätter an der Wand. Ein Aufschnitt davon, zwei Blätter. Alle Blätter waren in so einem Weiß und dann kam einfach das von dem Asiaten an. Das war einfach gelb. Li Wangs Blätter ist das Einzige, was gelb ist. Auf einmal davon war auch noch so, meine beste Eigenschaft. Streber. Einfach rechts daneben. Wo man was reinschreiben wollte, einfach so Rechtschreibfehler gemacht. Nice. Und natürlich ist das Lieblingsessen von Li Wang. War einfach chinesisches Essen. Und dann Lieblingstiere waren irgendwie Katzen, Hunde oder so. Ich glaube aber, der hat Essen und Tiere verwechselt irgendwie. Also ich weiß noch, letztes Mal saß ich im Bus, ja? Ich saß im Bus, Alter. Wie kann man das darstellen? Also ich saß im Bus. Und da saß so ein Typ vor mir, der hatte so eine Frisur. Neben mir saß Niklas, hab ich so gesagt, ey. Die Frisur sieht einfach aus wie Linus' Nase ganz oft. Und kleiner und irgendwie würmiger. Aber nicht gar nicht wie Linus' Nase, sondern eigentlich wie Würmer. Die hatten kein Deutsch gesprochen miteinander. Es waren mehrere Leute, die da so waren. Die haben miteinander gesprochen, aber kein Deutsch. Da hab ich gedacht, okay. Ich dann so, sprechen die Deutsch? Kennst du diesen Moment? Wenn du im Urlaub bist und dann hörst du Leute reden und denkst du erstmal, was das für eine Sprache? Und irgendwann fällt dir dann auf, dass es Deutsch ist. Kannte er nicht. Auf einmal hat irgendwie der Busfahrer was gesagt. Nachher hat dann so eine von den geantwortet, die da mit der Deutsch gesprochen hat. Und ich dann so, was Deutsch? War auch kein Deutsch, ne. Letztens in Deutsch war das, Kamera steht gerade hin. Das ist vorhin passiert. Da stand irgendwas auf dem Blatt, ja, bei mir. Ich gehe hin, war das durchgestrichen. Auf einmal fällt mir so auf, oh, das muss gar nicht durchgestrichen sein. Ja, das Durchgestrichene ist durchgestrichen, weißt du? Aber ich meine, es funktioniert auch. Das ist einfach immer noch da im Blatt. Du musst dir vorstellen, dass der Orangenstift hier ein roter Stift ist. Ah, das war meine Lateinklausur mal. Ich hab aufgehört zu nicht. Ich war so eine Lateinklausur, hab ich so gesagt, okay. Also hier ist eine Zeile ohne Fehler einfach alles durchgestrichen. Ja, das war ziemlich traurig dann. Ein bisschen länger her, aber mittlerweile ist das nur gering besser. Ich möchte von allen guten Geistern verlassen. Alter, fuck, mein Mädchen ist kaputt. Du musst das reparieren jetzt. So, das hält jetzt. Es hat dann natürlich nie ganz so gehalten, wie es halten sollte. Dumm? Wieso nicht? Und jetzt zeige ich Kellerstifte. Boah, Alter, krass. Ja, doch mal mehr. Ich habe aber auch irgendwie 5 verloren oder so. Und so eine Woche später so, hab ich so mal Rucksack gesucht und man so, hier ist ein Bleistift von dem. Hier hab ich da verloren. So, noch mehr. Und dann hab ich wieder gehabt dann. Aber apropos Bleistift, wo ist denn ein Bleistift hin? Ich hab schon wieder verloren. Hier ist ein Bleistift. Hier ist ein Bleistift. Hier ist ein Bleistift. Bonus! Zitat. Was ist der Plural von Basilika? Basilikas oder Basiliken? Oh. Basilikum. Soll ich einen Punkt oder einen Strich machen? Ein Punkt. Jetzt habe ich schon einen Strich gemacht. Kannst du mir das schinken? Was, Schinken? Ja, Schinken mag ich auch. Fuck, ich habe gerade vergessen zu flüstern. Wobei, beim Flüstern. 2 Dumme, ein Gedanke. Ja, du bist der Dumme, ich der Gedanke. Ich habe gesagt, 2 Dumme. Ja, du bist 2-mal dumm. Okay, super. Zitat aus Deutsch. Jetzt ernst, ich muss hier Deutsch krass werden. Kurze Zeit später. 5, 6, 7, 9. Warum ist der so dumm? Macht das, weiß ich nicht. Das war ihr anders, ja? Krass. Ich weiß. Was ist? Nee, ich esse nichts. No. Nee, irgendwas war grad. Du hast gesagt, ich weiß. Bist du jetzt rassistisch oder was? Ich finde es auch krass, dass ich in der Klausur das hier auf den Zettel geschrieben habe. Ich habe sogar damit abgegeben, ja? Das heißt, nur deswegen ist die Klausur nicht komplett scheiße, sondern gut. Das war Latein, kann man hier sehen, ne? Da steht einfach Mais. Also nicht Mais, aber es ist Mais, Reis, Nice. Und bei Mais ist es nicht gut mit Reis und Mais, also deswegen. Was ist das für ein Alter, Alter? 1, 2. Was ist? Alter, ich hab gestern gedacht, dabei hab ich gelacht. Ein krasses Gedicht, Alter. Hast du das eigentlich bearbeitet? Nein. Ja, ja. Okay, ich glaube, das Problem ist einfach, dass er denkt, dass ich nicht so behindert bin und das gemacht habe. Und dass das ein Witz war. Aber ich hab's nicht gemacht und es war auch kein Witz. Hier ist ein Comedy-Video von mir verlinkt. Und darunter ist ein Comedy-Vlog von mir verlinkt. Wir sehen uns dann. Nächste Woche Freitag wieder beim neuen Video von mir. Woo!